Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Vorstellung des Rübenreinigungswagens RRW 400 hier im Rahmen unserer virtuellen Messe Bergmann virtuell erleben. Und ich freue mich nun, Ihnen unseren Experten vorstellen zu dürfen, unseren Verkaufsleiter Herr Ripke. Willkommen. Ja, schönen guten Tag. Herr Ripke, der RRW 400 ist ja ein sehr imposantes Fahrzeug. Mhm. Welches sind seine Hauptmerkmale? Ja, das Hauptmerkmal von dem RRW 400 ist, dass er 39 Kubikmeter Fassungsvolumen hat, dass wir ein hydraulisches Fahrwerk serienmäßig verbauen und dass er Twistlock-Verschlüsse hat, damit wir den Aufbau abnehmen können und noch andere Aufbauten montieren können. Er ist universell einsetzbar. Mhm. Vielleicht ein Wort hier an der Stelle zu den Rädern. Es gibt ja noch den RRW 500, der hat dann sogar drei Achsen. Mhm. Und hier auch beim 400er gibt es auch unterschiedliche Radgrößen, richtig? Ja, wir können von 26,5 Zoll Räder bis 800er Breite können wir montieren. Und hier haben wir jetzt aber die 30,5 Zoll Räder, die sind etwas größer noch und dass sie bessere Übertragung haben und weniger Bodendruck haben. Mhm. Gehen wir einmal ein Stück nach hinten. Da haben Sie mir im Vorgespräch schon gesagt, dass wir hier noch ein besonderes technisches Detail haben. Das versteckt sich hier hinter dieser Klappe. Was hat es damit auf sich? Hier haben wir die Eigenhydraulik montiert. Das Fahrzeug wird von den Kratzböden her wird er über eine Eigenhydraulik mit 350 Bar angetrieben. Dadurch haben wir eine sehr hohe Leistung und eine schnelle Überladeleistung vom Fahrzeug her. Aber da müssen wir einmal vorne zum Band hingehen, gerne, damit wir das einmal erklären könnten. Hier haben wir das Band von 2 Meter Breite. Und wir haben eine Überladeleistung von 2100 Tonnen in der Stunde. Also das Fahrzeug 39 Kubikmeter ist innerhalb von 45 Sekunden leer. Und das ist auch, glaube ich, im Verhältnis zu unseren Wettbewerbern eine ganz gute Zeit, oder? Ja, ist eine sehr gute Zeit. Sehr schön. Das. Wir haben noch weitere Highlights, die finden wir hauptsächlich vorne. Ja. Was gibt es hier noch? Ja, hier das Fahrzeug ist ISOBUS-fähig. Ja. Hier ist es auch mit ISOBUS ausgestattet. Ich kann das Fahrzeug über den Schlepper steuern oder über ein Bedienterminal CCI 800 oder CCI 1200, das, was der Kunde gerne haben möchte. Mhm. Hier die Zapfwelle, die dann hinten die Eigenhydraulik antreibt, wie wir sie vorhin schon ausgeführt haben. Und dann haben wir gleich daneben noch etwas für die Zwangslenkung. Vielleicht können Sie dazu noch einmal das ergänzen. Hier haben wir die Zwangslenkung, die elektrohydraulische Zwangslenkung. Das Besondere daran ist, hier haben wir zwei gelenkte Achsen eingebaut und so können wir das Fahrzeug im Hundegang hinter dem Schlepper hinterherziehen. Mhm. Und kann man auch die geladene Masse erfassen? Ja, die geladene Masse kann man erfassen über eine hydraulische Wiegeeinrichtung, die dann auch über den CCI abgelesen werden kann. Und auch die Menge, die ich überlade, nimmt er auch auf. Perfekt. Also, mal wieder ein tolles Fahrzeug. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Herr Ripke. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie zu Hause die eine oder andere Frage noch an Herrn Ripke haben. Und genau dafür steht er Ihnen jetzt zur Verfügung in unserem Chat. Klicken Sie doch einfach rein.